Hey, Gude. Ja, ich habe da gerade im Internet einen Artikel gefunden, wie man zuckerfreies Eis ohne Milch herstellen kann. Wenn man so ein bisschen auf die Ernährung achten muss und bin Diabetiker, da ist das mit Zucker eh so ein Ding. Und aber auch mit Kalorien und so, ne, muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ne, dachte ich, Mensch, super Sache, ist vielleicht mal was anderes wie Wassereis mit künstlichem Geschmack. Ne, liest du dir mal durch. Weil Überschrift war ja erstmal toll. Und was ist dann in dem Rezept? Ne, da wird einfach Banane mit anderen verschiedenen Obst, worauf man einfach irgendwie Bock hat, eingefroren. Und wenn es gefroren ist, wird das püriert. Gefrorenes Obst mit, also Hauptbestandteil Banane. Also mindestens die Hälfte von dem Zeug, mehr noch so bei den meisten Rezepten drin, dann Banane. Ey, merkt ihr noch was? Ah, wenn ich gefrorenes Obst püriere, ist das kein Eis, sondern Sorbet. Ne, davon mal abgesehen, ne, wie viel Zucker ist denn bitte in Obst drin? Ne, zuckerfreies Eis. Ne, Fruchtzucker ist auch Zucker. Klar, es kommt kein Industriezucker mehr mit rein oder sonst irgendwas. Ne, wenn Obst keinen Zucker mehr hat, dann weiß ich es auch nicht. Ne, und Banane, ne, das sind ja Kohlenhydrate ohne Ende. Ne, und wie viel Zucker entwickelt sich daraus wieder, ne? Also ob das dann wirklich so die tolle Alternative ist. Ich meine, ohne Milch ist ja gut und schön. Aber wie gesagt, im Prinzip, ne, das ist ein pürierter Smoothie, da fehlt nur irgendwie der Grünkohl drin oder sowas. Aber es ist kein zuckerfreies Eis. Ne? Ja, verarschen können da andere. Ne? So. Wenn ich jetzt nächste Eis esse, dann hole ich mir das in der Eisdiele meines Vertrauens hier um die Ecke. Na, dann nehme ich ein schönes Pistazien-Eis und das schmeckt wenigstens und da ist mir vollkommen Schnurz, was da alles drin ist. Nur so viel zu dem Thema hier. Ich wünsche euch was. Es wird langsam wärmer. Die Eissaison geht bald los. Genießt die Zeit, lasst es euch schmecken.